Im Jahr 2015 wurde in Duisburg etwa 2200 Mal in Wohnungen eingebrochen. Im folgenden Fall kommen neben Einbruch noch weitere Delikte auf Polizeihauptkommissar Paul Schwarz und Polizeioberkommissar Jan Tönnissen zu. Egon 11, 19 von Egon. 11, 19 hört. Fahrt in die Falkstraße 40. Eine Caro Lehmann meldet Einbrecher in einem Haus. Täter scheinen noch vor Ort, Sonderrechte frei. Ja, verstanden, sind unterwegs. Offenbar handelt es sich bei den Einbrechern um mehrere Personen. Und die haben dem Paar, das in dem Haus lebt, Schlimmes angetan. Vor Ort treffen die Beamten zunächst auf die verängstigte Melderin. Hallo. Gott sei Dank sind Sie endlich da. Meine Schwester ist da drin. Sie schreit um Hilfe. Ich habe drei Männer gesehen. Einer hat einen Schlagstock. Es ist, gehen wir hier rein, oder? Wo kommen wir denn hier rein? Sie können wahrscheinlich hier durch die Garage. Hier ist offen. Guck mal. Sind die Männer noch da drin? Ja, denke schon. Pass auf, Eigensicherung. Entschuldigung, ich glaube, das ist abgeschlossen. Aber ich weiß, wo der Schlüssel ist. Hier, Moment. Jan, guck mal. Danke. Was ist dich? Ach du Scheiße, grüne Scheiße. Oh mein Gott. Was ist denn? Ja, genau. Monika! Und rum. Rum. Ja. Los, fang an. Also mal. Der Mann atmet nicht mehr. Paul Schwarz fordert einen Rettungswagen an, bevor er die Wohnung nach der Schwester der Melderin und den Tätern durchsucht. Hallo? Sind Sie allein? Ja, können Sie mich losmachen, bitte. Wie kommen Sie denn hier in die Parkieranlage? Ja, hier waren drei Männer. Und die haben schon auf mich gewartet und haben mich dann gefesselt. Und dann kam Henna nach Hause und dann haben sie ihn sofort mitgenommen und haben ihn zusammengeschlagen. Ich habe ihn nur schreien sehen und oh, schrecklich. Wie geht's ihm denn? Er ist bewusstlos, ich weiß es nicht. Sonst geht's ihm gut, Ihnen ist nichts? Ja, nee, mir ist nichts passiert. Nichts passiert. Sie wollten nur was von Henna. Sie haben gesagt, er soll seinen Verpflichtungen nachkommen. Aber Henna ist derjenige, der da draußen im Pool lag. Und die drei Männer maskiert, oder? Nein, die so bullige Männer, drei Stück, die sind dann hinten aus dem Garten raus. Ja. Ich weiß auch nicht, ich habe die vorher noch nie gesehen. Ich weiß auch nicht, was sie von Henna wollten. Wissen Sie nicht? Nee, keine Ahnung. Hat sich denn Ihr Mann, der Freund, dementsprechend auch ein bisschen komisch verhalten, wie die Burschen hier waren? Ja, also er war die schon, er sich war, aber. Ja, also das kam einem schon so vor. Sie waren, er war ganz erschrocken und hatte auch Angst und ich weiß aber nicht, was sie von ihm wollten. Fabian! Hallo, wer sind Sie? Ich bin Katja Grünwald von nebenan. Ja. Was ist hier los? Geht's dir gut? Ja, ist alles okay, aber Henna. Was ist mit Henna? Haben Sie irgendwas beobachtet in den letzten Minuten? Ja, ich hab sie schreien hören. Ja. Und dann habe ich vom Balkon geguckt und habe drei Männer gesehen, wie die da hinten durch den Gang an den Aschentonnen vorbeigelaufen sind. Ja. Und dann sind die in einen schwarzen Geländewagen gestiegen. Ja. Und sind dann weggefahren in die Richtung. Kennzeichen oder irgendwelche... Der war schwarz und groß. Ja. Und Kennzeichen, irgendwas mit D. Duisburg, Dortmund. Ja, kann ja alles sein. Irgendwelche Aufkleber oder sonst irgendwas? Vorne auf der Motorhaube ein riesiger Totenkopf. Ja, das lässt sich ja dann doch gut einschränken. Und in die Richtung. Der Kriminalhauptkommissar gibt eine Fahndung nach dem Fahrzeug mit dem auffälligen Totenkopf-Emblem raus. Sein Kollege hat den Hausbesitzer wiederbeleben können. Doch der Mann ist noch bewusstlos und muss ärztlich versorgt werden. Sie haben ja mitbekommen, dass das ein schwarzes Fahrzeug war mit einem Totenkopf drauf. Ja. Ist Ihnen das schon mal hier irgendwo in der Nähe in den letzten Zeiten aufgefallen? Das stand letztens, glaube ich, mal vor der Tür, ja. Und ich hatte auch das Gefühl, dass wir beobachtet werden. Ja. Und Henna war danach auch ein bisschen komisch, irgendwie sehr zurückhaltend und irgendwie ein bisschen verängstigt hat er gewirkt. Ja. Aber ich konnte mir darauf natürlich keinen Reim bilden. Also, ich werde die Grippe dazu holen, ne? Das ist mir dann doch so. Ja, definitiv. Ja, auch Verdacht, Tötungsdelikt, schwerer Einbruchdiebstahl. Ja. Ist ja alles dabei. Egon von 1119. Egon hört. Ja, der 1119 braucht hier vor Ort die Kriminalpolizei. Die skrupellosen Gewaltverbrecher müssen dringend gefasst werden, bevor sie weiteres Unheil anrichten. Kriminaloberkommissar Linus Haie und Kriminalhauptkommissar Jan-Ove Mertens übernehmen die Ermittlungen. Grüßt euch. Hi. Linus, grüß dich. Hi. Hallo. Folgender kurzer Sachverhalt. Wir sind hergerufen worden von der Dame. Im Haus eine schreiende Person.
Bei jedem Tatort, den wir von der Schutzpolizei entweder übernehmen oder einfach dazustoßen, unterstützenderweise, werden wir natürlich in den Fall eingewiesen. Wir wissen ja noch nicht von viel. Das ist Usus, das ist völlig normal, damit wir alle den gleichen Stand haben. Das hat mit irgendwelchen Hierarchien gar nichts zu tun. Ja, ich würde sagen, wir gucken uns mal den Tatort an, damit wir das auch im Bilde sind. Genau. Ne? Wir machen uns ein Bild. Ich will mitkommen, wenn es in Ordnung ist. Sie kennen sich da sicherlich aus, eine Buddy oder Schwester. Dann kommen Sie mal Moni, ich gehe mit denen ins Haus. Sind jetzt und so nicht. Ich bleib so lange hier, Paul, am RTW. Ja, okay. Die Kriminalisten verschaffen sich einen Eindruck von den Lebensumständen des Opfers. Denn sie wollen erfahren, in welcher Beziehung der Mann zu den drei Verbrechern steht. Das ist der Herr Eisner, gehe ich von aus im Rettungswagen. Genau, er ist Schreinermeister, hat einen eigenen Betrieb. Okay. Das ist auch sein Elternhaus, das hat er erst vor kurzem geerbt. Okay. Wissen Sie, wie es der Firma geht? Ja, der Firma ging es eigentlich soweit ganz gut. Wobei es sind, glaube ich, zwei Großkunden irgendwie abgesprungen. Aber hat er Geldsorgen oder irgendwas? Ich meine, irgendwie. Also ich dachte nicht, dass es jetzt so schlimm ist, ehrlich gesagt. Nee. Ja. Also gerade eine wirtschaftliche Flaute, aber kein wirtschaftlicher Totalschaden. Genau, ja. Bei der Inspektion entdeckt Linus Haie Mahnungen. Ein weiterer Fund macht den Ermittlern noch größere Sorgen. Offenbar hat sich der Hausbesitzer über den Kauf einer Waffe informiert, wahrscheinlich um sich zu wehren, denn der Mann wird bedroht. Jetzt kommen wir der Sache langsam auf den Grund. Besser du zahlst, wenn du keinen Ärger willst. Ich kannte mal einen Schreiner, der hatte nur noch 8 Finger. Daran war nicht die Säge schuld. Die Herren haben Humor. Ja, also das Ganze stinkt förmlich danach, dass der Schwager sich irgendwo Kohle besorgt hat, und zwar nicht von der Bank. Und die nicht wieder zurückzahlen kann. Und deswegen. Das passt mit den Mahnungen überein. Ja, das passt, aber also ich hatte echt nicht den Eindruck, und Monika wusste definitiv davon nichts. Gar nichts drüber gesprochen. Nee. Schön in sich rein gefressen. Sie ist aber vorne, fragen wir sie gleich mal. Wenn man schon mal so tief im Morast drinsteckt, dass man solche Leute wie Inkasso-Unternehmen an den Haken hat, dann sollte man sich Hilfe holen. Nicht einfach die ganze Sache ignorieren und warten, bis es dann irgendwann eskaliert, sondern zur Polizei gehen. Es gibt Beratungsstellen, alles Mögliche, aber bitte nicht auf eigene Faust und bitte nicht die ganze Situation verheimlichen und versuchen, sie selber irgendwie auszubaden. Kommen wir hier auch vorne wieder raus? Oh mein Gott. Ja. Schauen Sie mal. Oh. Das ist Hennas Handy. Okay. Kennen Sie die Dame? Ja, ich glaube, ja, sie kommt mir bekannt vor. Das könnte Hennas Schwester sein. Die Schwester? Ja, das ist auch in der Pizzeria. Der gehört eine Pizzeria. Ihr gehört die Pizzeria? Ja. Und wer ist der Typ? Keine Ahnung, noch nie gesehen. Also nicht der Koch. Naja, sieht nicht aus wie ein Koch. Mit Chaco, mit einem Totschläger im Hals. Also von der Beschreibung her könnte das sein, dass er zu den Briefen passt. Und das ist jetzt eben auf seinem Handy? Ja, das kam jetzt. Das ist Hennas Handy, ja. Okay. Wo ich denke ist mal, diese Pizzeria? Wir fragen mal draußen nach. Ja. Das wird das Beste sein. Brauchen Sie das? Wir sammeln alles. Wir sammeln das. Der Patient ist wach. Ja, der Patient ist wach. Ja. Das verletzte Opfer will vor seinem Transport in die Klinik unbedingt mit den Kriminalkommissaren reden. Er kann wichtige Angaben zu dem Tätertrio machen. Die Typen, die da waren, das war Gottlieb, ist der Chef davon, von der Inkasso-Firma. Die waren schon mal hier und haben uns beobachtet. Die Summe, wissen Sie das? Muss ich nachgucken, 20.000, 30.000. 20.000, 30.000, okay. Wie lange sind Sie denn schon im Verzug? Weiß ich nicht genau, 2-3 Monate. Aber okay. Das Geld sollte schon längst da sein. Aber wie gesagt, von dem großen Auftrag von den Dachstühlen, die Firmen sind insolvent und da kommt nichts. Ich dachte, ich bekomme das alles hin. Ich wollte das alles nur für uns, dass wir in dem Haus bleiben können, dass es weitergeht. Das ist Ihr Handy hier, Eisner. Können Sie mir mal sagen, ob Sie die beiden Personen kennen? Ja klar, das ist meine Schwester, Franziska. Und das ist einer der Typen. Die hier war? Das war einer, der hier war. Ja. Das ist einer von dem Schlägertrupp, von dem Inkasso-Büro. Okay. Und das müssen Sie sofort anrufen. Ist das da im Hintergrund diese Pizzeria, oder was? Ja. Ich muss Sie sofort anrufen. Ja. Ja, hallo, hier ist der Henna. Kann ich Franziska kurz sprechen? Die ist nicht da? Wo ist sie denn? Mit den drei Typen waren da, mit denen ist sie weg. Okay, danke dir, ciao. Die drei Typen waren in der Pizzeria, die ist mit denen weg oder die haben sie abgeholt. Das Auto steht aber angeblich noch da.
Schau zu meiner Schwester, sagen, irgendwas stimmt da nicht. Untereilt. Wir werden jetzt natürlich die Beine in die Hand nehmen, weil wir müssen uns leider sicher sein, dass diese dubiosen Typen nicht nur hier zwei Opfer hinterlassen haben, sondern jetzt auch noch die Schwester möglicherweise entführt haben. Was da noch alles auf uns zukommt, wissen wir nicht. Gutes Gefühl habe ich dabei nicht, weil das sind keine guten Menschen, denen wir da jetzt hinterherlaufen. Und ja, wir hoffen, dass es irgendwann gut ausgeht, aber ich glaube, da können wir noch einiges erwarten. Wir fahren da mal rüber, Jungs. Ne? Rund eine 500.000 Gläubiger setzen in Deutschland Inkassofirmen ein, um an ihr Geld zu kommen. In diesem Fall handelt es sich allerdings um schwarze Schafe der Branche. Von unterwegs rufen die Polizisten Verstärkung zur Pizzeria, denn die Schwester könnte sich in Lebensgefahr befinden. Wir wissen nicht, was uns erwartet. Ja. Ganz klar, oberste Priorität ist, wir müssen mit dem Arsch heil da rauskommen, egal was kommt. Ja. Ja. Notfalls lassen wir auch welche laufen. Okay? Okay. Ja, alles klar. Gut. Dann lass uns mal gucken. Den Totenkopf haben wir schon mal. Den Totenkopf haben wir. Da hinten, da stehen welche. Es gibt Ärger. Ja. Drei Typen sehe ich. Auto ist auch sauber. Machen wir da jetzt hier runter. Hole raus hier! Hallo! Hey! Die Schmiere ist da! Nein, nicht weg! Die Einsatzkräfte nehmen die Verfolgung auf und fixieren zwei der drei Männer. Der mutmaßliche Inhaber des Inkassobüros leistet allerdings keine Gegenwehr. Er fühlt sich im Recht. Wird doch alles geregelt. Alles cool. Was wollt ihr mal? Jetzt. Unsere drei Herrschaften, die uns hier gegenüberstanden, von denen ja zwei höchst aggressiv waren, haben sich mit allen Kräften gewehrt. Sie haben Waffen eingesetzt, darunter Schlagringe, einen Totschläger. Ein Totschlag. Totschläger heißt deswegen Totschläger, weil man damit jemanden totschlagen kann, unter anderem. Also da hätte nicht viel gefehlt, wenn die sich weiter gewehrt hätten und uns mit diesen Gegenständen bedroht hätten, hätten wir auch die Waffe ziehen müssen. Wir klären das gleich an der Wache. Mir ist es egal. Ja, einmal mitkommen. Ich rufe mal den Anwalt an. Ihr macht keinen Aufstand. Der Anwalt kommt. Er ist alles uninteressant. Okay. Was machst du Ärger? Ja, warum soll ich Ärger machen? Für was? Ich habe kein schlechtes Gewissen. Okay. Trotzdem. Alles take it easy. Die zwei bringen wir erstmal ins Taxi, oder? Die bringen wir ins Taxi. Sie kommen mit mir mit? Ach, kein Problem. Okay. Ist take it easy. Nehmen wir. Alles take it easy. Was wollen die von uns? Alles. Klären wir gleich alles in Ruhe. Ist doch nichts los. Halt's Maul einfach. Einfach alles gegen. Nichtsdestotrotz, wir müssen einmal die Hände auf den Rücken. Wir wissen nicht, was kommt. Ja. Hast du eine 8 noch dabei? Ja. Okay, eben bleib mal eben. Stopp. Für uns war dann wichtig, dass wir erstmal alle Personen trennen, dass wir alle an Wache vorführen, weil eine Klärung des genauen Sachverhaltes war hier überhaupt nicht möglich. Im Raum stehen solche Straftaten wie Bedrohung, Nötigung, Körperverletzung, gefährliche Körperverletzung, Freiheitsberaubung und so weiter. Widerstand nicht zu vergessen. Ein ganzer bunter Strauß an Straftaten. Was genau jedem Einzelnen zuzuordnen ist, müssen die Ermittlungen ergeben. Der Chef der Bande hatte schon gesagt, er wird seinen Anwalt anrufen und nichts zu der Sache sagen. Also von daher werden wir keine Informationen erwarten. Ich bin so froh, dass ihr alle da seid und dass das alles vorbei ist. Was war denn da hinten los? Die wollten Geld von mir haben, weil mein Wofür? Bruder irgendwie Probleme mit denen hat. Ich weiß es nicht. Aber Sie kennen die drei? Nein, ich habe die schon mal gesehen, die waren schon mal hier bei mir. Aber ich wusste nicht, dass sie so weit gehen. Okay, nee, das hatten wir auch gehofft. Ja. Aber das sind die, die bei uns im Haus waren. Das waren sie? Ja, alle drei? Ja. Alle drei. Ja. Auch der mit den langen Haaren? Ja, der war auch dabei. Okay. Ja. Die drei Täter müssen mit einer mehrjährigen Haftstrafe rechnen. Die Schwester des Hausbesitzers ist unverletzt. Sie wusste nichts von den Schulden ihres Bruders und verspricht ihm, finanziell auszuhelfen. Auch er hat keine Folgeschäden erlitten.